Puchfans, oh, heute haben wir wieder eine Technikvideo. Der Sinn des Lebens. Nee, natürlich nicht der Sinn des Lebens. Sinn und Unsinn. Mit Luftfilter. Aha, ich habe in letzter Zeit eigentlich, und das war ein bisschen auffällig, ziemlich viel Fragen bekommen. Ja, ich habe bei euch einen Zylinder gekauft, Vergaser gekauft. Welches Luftfilter brauche ich? Oder, ja, ich habe eine Original-Setup. Macht ein Powerfilter, wenn ich das draufhaue. Es heißt ein Powerfilter. Und eigentlich finde ich diese Name ja ein bisschen schade, weil es bringt kein Power mehr. Also keine PS dabei. Na, wieso? Daher mal heute eine Luftfilter-Video. Sinn und Unsinn. Puch hat bei Maxi auf jeden Fall und bei MV zum Beispiel, ne, diese graue Luftfilter. Und die sind alle ziemlich groß, die sind aus Plastik. Oder bei diesen sehr alten MS-50 Modellen sind die aus Bakelit. Und da fliegt etwas hier. Okay, wieso hat Puch das so gedacht? Ja, natürlich Ansauggeräusch. Also das muss leise sein. Normalerweise zie je nog zo'n klein schlauchje dran. Ne, dat gaat in ramen. Also deze poeks die moesten natuurlijk daar auspuffen leisen. Maar wenn man meer power wil, dan moet man natuurlijk meer luft, meer benzine. Ik heb dat schon öfter gezegd. Een grotere cilinder, een 50 kubiek, ne, een getunte of zo een bij ons als een airsal. Ne, der hat schon grotere kanalen. Also timingen zijn anders. Ne, steuerzeiten moet ik zeggen. Und dann braucht man mehr Luft und mehr Benzin. Na, das geht mit einem 15er Bing. Mit diesem Luftfilter geht das prima. Ne? Das Loch machen wir größer. Haben wir auch ein Video davon. Da gehe ich nicht mehr zu weit drauf rein. Mehr Luft, mehr Benzin. Aber eine Original-Setup, wie gesagt, ja, der hat natürlich einen Zylinder mit kleinen Kanälen. Steuerzeiten sind niedriger. Also, wenn man da nur so einen Luftfilter drauf macht, Jungs, ja, dann macht das keinen Unterschied. Ja, Lärm. Und wenn man dann die Düse eigentlich nicht anpasst oder eine andere einbaut, ne, eine, weil das hier, hier geht mehr Luft durch als von, bei einem originalen Luftfilter. Also mehr Luft. Also größere Düse, mehr Benzin braucht man. Aber Vergaser ist natürlich nur 10 oder 1,12er, ne, wie am Originalmotor. Also da geht nicht mehr durch. Da kann man natürlich Düse kann man vergrößern bis, na, mit Original-Setup, ich glaube, etwas bis 76, 78. Den Original-Zylinder kann das nicht haben. Original-Auspuff mit 18 mm Krümmer, Jungs, geht nicht. Aber wenn man zum Beispiel einen 50 Kubik Airsal-Zylinder hat oder PSR oder eine 70 Kubik und dann ein 15er Bing einbaut und dann ein Powerfilter, ja, das hat schon, ne, das bringt schon etwas, weil Düsegröße und ein Zweitakt liebt einfach Gemisch. Also je mehr Gemisch, je besser es läuft, bessere Kühlung. Und das kann man mit so einem Powerfilter, holt man das. Na gut, dann haben wir noch diese Variante in Pilz. Eigentlich alles ein bisschen dasselbe Luftdurchlass. Na, aber wann nimmt man dann ein echtes Sportluftfilter, darf ich das so nennen? Ne? Ein Rennluftfilter, denke ich. Ne? Haben wir, an unsere Renner haben wir das auch eingebaut. Aber wieso? Ja, das hier kann ein bisschen Regen haben. Nicht zu viel natürlich, wenn das ganz nass ist. Ja, da kommt da auch fast kein Luft mehr durch. Aber ja, ich fahre nicht mehr im Regen. Ich bin ein Schönwetterfahrer. Ne? Oder man muss Pech haben mit einer Rundfahrt, dass ein bisschen Regen kommt. Das geht ohne Probleme. Man kann da noch einölen. Geht alles. Wir machen das im Renneinsatz, machen wir das auch eigentlich. Aber das hier, das sind spezielle Luftfilter. Die haben, und das ist wichtig, wir sagen im hier in Niederland, eine große Vorkammer. Also hier ist eine Luftreserve drin. Wenn man um die Kurve kommt und man geht wieder Gas, dann hat es viel Luft im Reserve. Das ist hier nicht natürlich, das ist nur ein Schlauch. Hier auch nicht, das ist alles flach, klein, geht nicht. Gut. Und daher haben wir diese Rennluftfilter. Und dann bei einer getunten Maschine mit Drehzahl über 12.500 Umdrehungen, dann braucht man echt einen Rennvergaser, Polini CP, eine Delotto PABG, finde ich CP, fahren wir auch im Renneinsatz, ist einfach noch eine modernere Vergaser. Und da braucht man auch so ein Luftfilter, weil das braucht natürlich sehr viel Luft und braucht das gleich. Oh Jungs,
Und über Rennfilter und Rennen gesprochen. Wir haben am 18. November organisiert Puchshop unter Mobfest 4-Stunden-Rennen in Veldhoven. Also an Rennstrecke de Landsaat. Informationen kannst du finden an unserer Webseite. Und Anmeldung ist natürlich noch offen. Ich glaube noch 2 Wochen, 3 Wochen. Also, wenn man mitfahren will oder einfach als Zuschauer kommen willst, na, auch kein Problem. Ne? Den ganzen Tag ist da von alles zu tun und 4 Stunden Rennen, Jungs, dann kann man noch, aber man kann noch anmelden. Also, nehme ein Buch, baue es um auf Rennen und komm einfach mitmachen. Ne? Da sind viele Deutsche, wir sind international dieses Mal übrigens, weil wir haben USA, Schweiz, Deutschland, België und Frankrijk und Niederlande, daar zijn schon Anmeldungen. Super. Oké, okay. Machen wir nochmal een Recap, Jungs. Original. Fahrt man am besten een original Filter. Entweder man kan das Loch etwas größer machen bei Bedürfnissen, wenn man zum Beispiel eine 15er Vergaser einbaut, eine 15er Bing mit original Setup. Oder auch geht auch noch gut mit einer 70 Kubik. Ik fahre das selber auch, also zeige ich mir gleich. Power Filter. Ja, das geht super mit einer 70 Kubik, sage ich immer. Ne? Man hat etwas mehr Lärm, aber man hat dann tatsächlich auch etwas mehr Dampf. Und unsere Rennluftfilter, Jungs, und dazwischen haben, ich denke, wir haben 30 oder 40 Luftfilter im Shop. Ne? Sind da Fragen über diese Luftfilter oder die im Shop sind, einfach eine E-Mail schreiben an info@buchshop.de oder schicken eine WhatsApp. Wieso sage ich das? Sag uns deine Setup und dann können wir einfach beraten, welches Luftfilter du brauchst natürlich. Ne? Kein Problem. Oder schau einfach mal diese Video an. Ne? Auch kein Problem. Also Puchfans, ich hoffe es war interessant für euch. Sind da noch Fragen? Schreibe die einfach hier in die Kommentare oder schicke eine E-Mail an info@puchshop.de. Wir brauchen noch Abonnees, also vergessen nicht zu abonnieren, Leute. Drücke auf den Klingel, dann bekommst du eine automatische Notifikation, wenn eine neue Video online kommt. Und dann sehen wir einander das nächste Mal. Ciao.